Ja, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video. Es ist noch ziemlich düster und grau draußen, es soll auch eigentlich regnen. Aber meine Kinder gehen mit ihren Nichten auf eine kleine Picknicktour, reine Frauentour. Und da habe ich gedacht, okay, dann kannst du noch eine kleine Radtour machen. Ich habe noch Urlaub auch und die nächsten Tage soll es ganz, ganz düster werden, nur regnen. Und beim letzten Video, ihr habt es vielleicht gesehen, war ich völlig falsch angezogen. Und war vorher auch lange krank, wollte da nichts riskieren. Von daher habe ich da relativ zeitnah abgebrochen. Falsche Kleidung, ihr habt es gesehen. Es war noch 20 Kilometer zu fahren. Mir war da schon mega, mega kalt. Also von daher war das, glaube ich, richtig, wenngleich auch nicht konsequent. Und heute nehme ich euch wieder mit auf eine schöne Tour. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Impressionen liefern. Also wir legen los. So, es geht Richtung Siegauen, da wo die Sieg in den Rhein mündet. Eine schöne Radstrecke, 35, 32 Kilometer warten auf uns. Und ihr seht, es ist richtig düster. Ich hoffe, das geht alles gut mit dem Wetter, denn so richtig im Regenoutfit habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Ich habe eine entsprechende Jack Wolfskin Jacke mit, die regenabweisend ist. Und alles andere werden wir dann sehen und hoffen, dass es passt. Also das optimale Regenoutfit habe ich sicherlich nicht, aber ich werde diesmal nicht abbrechen. Tja, ich habe mir jetzt gesagt, ich lasse mich mal von Komoot treiben. Ich wäre einen anderen Weg gefahren, auch einen schöneren Weg, glaube ich. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wo wir hier gleich rauskommen. Ich kenne mich natürlich aus, aber welche Überbrückung, welche Querstraße Komoot nehmen will, das finde ich jetzt doch spannend. Und die Strecke wird nahezu ausschließlich nach Komoot gefahren. Ja, ihr wisst es, wenn meine Strecken oder meine Videos verfolgt, es kann auch durchaus schon mal sein, dass ich mir ein Ziel vornehme, wo es dann doch gar nicht hingeht, weil ich unterwegs nochmal umdisponiere. Auch das ist immer möglich. Ja, hier über diese Brücke, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal gefühlt drüber gefahren bin. Die gibt es schon lange, aber bin, glaube ich, noch nie drüber gefahren. Also gut, mal Komoot zu folgen. Wenn ich weiß, wo das ist, wir sind jetzt hier am Brückberg, hinten ist der Obi und hier geht's weiter runter. Ein Kleingärtnerverein, ich glaube hier vorne und auch da hinten sieht man das vielleicht noch, gibt es auch ganz viele Kleingärtner. So, jetzt geht's auf den Fahrradweg. An der Sieg entlang. Diesen Biergarten mit Bootsverleih im Sommer. Aber das interessiert uns im Januar recht wenig, weil die Temperaturen einfach nicht stimmen, wenngleich es für den Januar sehr mild ist. Wir haben so 8 Grad. Tja, wem ist es aufgefallen? Da habe ich zu viel gequatscht und habe nicht aufgepasst. Wir hätten natürlich hier vorbeifahren müssen und nicht links. Und hier haben wir wieder ein Wehr an der Sieg, diesmal an anderer Stelle. Ihr erinnert euch vielleicht an eines der letzten Videos. Da war relativ viel Wasser in der Sieg und es ist noch ein paar Tage später. Also das sieht ähnlich aus.
So, ich hoffe, ich habe Glück. Es fängt leicht an zu nieseln, aber wir geben nicht auf. Wir sind bei Kilometer 6 und wir haben noch rund 24, 25 Kilometer vor uns. Also hoffen wir das Beste. So, wir fahren Richtung Bonn. Das sind noch 12 Kilometer. Links geht es nach Siegburg zurück oder Hangela, da wollen wir nicht hin. Und S steht für Siegsteig, eine schöne Wanderstrecke, die man aber auch sehr schön mit dem Fahrrad zum Teil befahren kann. Und ich würde sagen, hier geht es nicht weiter. Super ätzend. Keine Ahnung, kein Schild, dass es hier nicht weitergeht. Wir müssen einen Umweg fahren. Toll, toll, toll. Ein Schild da vorne hätte gereicht, aber nein, warum auch? So, auch der Umweg des Umweges, der nicht ausgeschildert war, sondern erst später kam, der ist auch gesperrt. Und jetzt bin ich in Friedrich-Wilhelms-Hütte in Troisdorf. Und jetzt muss ich mal gucken, spannend, wie es hier weitergeht. So, jetzt sollte ich wieder auf dem richtigen Weg sein. Das heißt, wir haben das Hindernis Baustelle umkurvt. Sind wir wieder auf dem Fahrradweg, hoffe ich zumindest, nicht, dass wir noch runter müssen. Hier bin ich, glaube ich, noch nie hergefahren. Das bin ich ja nicht ganz sicher. Ansonsten fahren wir noch mal zurück. Haben wir heute schon öfter gemacht. Also wird schon irgendwie schief gehen. So, links, rechts, links, rechts. Ich würde sagen, wir fahren links, weil wir wollen ja zu den Siegauen. Und lassen uns mal überraschen, ob das der richtige Weg ist. Denn rechts geht es mir zu weit von der Sieg weg. Und hier ist ja eigentlich ein sehr schöner Wander- und Radweg. Also nehmen wir den. Wir bleiben spannend. Ich habe gesagt, wir folgen heute Komoot. Ich bin mir sehr sicher, dass wir geradeaus an der Sieghütte weiterfahren können. Aber nein, jetzt geht es hier diesen Weg, weil es vielleicht eher als Radweg ist, Fragezeichen. Ich glaube nicht. Die Sieg ist jetzt dort hinten. Die seht ihr jetzt nicht. Aber wir fahren gleich wieder zurück. So, ihr seht, Sieglerer See. Wir sind bei Kilometer 10. Von insgesamt rund 32, 33 Kilometern. Jetzt sollte ich hier runter und einen wirklich nicht gut befahrenen Weg an die Sieg zurück. Aber irgendwie macht das keinen Sinn, um 50 Meter an die Sieg zu fahren, dann wieder hier oben auf den Fahrradweg zurückzukommen. Also, das macht wenig Sinn und ihr seht, Komoot ist in vielerlei Hinsicht nicht wirklich richtig gut. Da muss man immer mitdenken und vor allen Dingen sich die schönsten Fahrradrouten raus. Das haben wir in der Mosel gemerkt. Nicht immer blind Komoot vertrauen, sondern dann schauen, ob es Anschlüsse zu den schönen Fahrradwegen gibt. Tja, wir haben 11:30 und ich weiß nicht, ob ihr das seht, vielleicht hinter mir nicht so, ich drehe euch gleich mal rum. Es ist ganz schön düster. Da hinten kommt ein wenig die Sonne raus, beziehungsweise hinten regnet es, glaube ich, auch. Das sieht man schon. Ich hoffe, wir haben Glück und wir fahren nicht in den Regen. Das ist die Troisdorf-Bergheimer Seite Richtung Siegauen. Das geht auch von Siegburg aus Richtung Zange fahrend und dann ebenfalls an der Sieg entlang. Das ist unser Rückweg, den werden wir gleich fahren.
Und da sind wir angekommen zur Siegmündung in einem halben Kilometer. Siegfähre, den kann man auch mit der Fähre fahren. Ich weiß noch nicht, ob die um diese Jahreszeit geöffnet hat. Ich würde eher mal davon ausgehen, eher im Frühjahr, Sommer. So, und hier mündet also die Sieg in den Rhein. Ja, sieht ziemlich geschlossen aus, ich habe es mir schon gedacht. Hier seht ihr, die Fahrräder können hier abgestellt werden. Im Sommer ist hier bestimmt einiges los. Kleine Pause an der Siegmündung. Ja, und dann fahren wir den Weg andersrum zurück. Habe ich eben schon gesagt. Und dann kommen wir unten Siegburg-Zange raus wieder und fahren dann ganz gemütlich nach Hause und haben dann so roundabout 32, 33 Kilometer heute hinter uns. War ja bislang sehr aufregend. Zwei Wegpunkte an der Sieg waren wegen Bauarbeiten gesperrt. Beide Baustellen leider nicht irgendwie ausgezeichnet mit irgendwelchen Fahrradumwegen. Das gibt es ja sehr häufig. In dem Fall nicht. Wir mussten über die Straße. Der zweite Wegpunkt ebenfalls geschlossen, gesperrt. Dann sind wir durch Troisdorf, Friedrich-Wilhelms-Hütte, haben 3, 4 Umwege gefahren und sind dann wieder an die Sieg gekommen. Also spannende Tour. Nicht immer klappt es so, wie man sich's vornimmt. So sieht mein Rad im Moment aus nach der ersten Hälfte der Tour. Einfach auch mal, dass ihr das gesehen habt. Ziemlich matschig. Übrigens, so ein Foto findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. Schaut doch da gerne mal vorbei. Da gibt es viel, viel mehr Bilder, Impressionen von der Tour. Also auch jetzt von der heutigen Tour. Ja, sehr lustig. Komoot hat mir gar nicht angezeigt, dass es bei dieser Tour die Fähre benötigt. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die andere Siegseite. Die fährt aber jetzt im Winter nicht. Und ja, mir wurde das nicht angezeigt bei Komoot. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie anders auf die andere Siegseite kommen. Ich will nämlich eigentlich ungern den gleichen Weg zurück. Also heute ist eine chaotische Tour, aber spannendes Abenteuer. So, ihr seht, das ist kein richtiger Fahrradweg. Aber ich möchte an die richtige Siegmündung, also da, wo der Rhein in die Sieg fließt. Da sind wir ja nur kurz davor gewesen. Und vielleicht schaffe ich es auch bis ganz davor. Das werden wir jetzt prüfen, wie weit ich hier in diesem Schlamm komme. So, das hat nicht funktioniert. Es ging gar nicht mehr weiter. Also im Regen, beziehungsweise wenn es so matschig ist, macht das keinen Sinn. Im Trockenen ist das super. Ich war schon mal da. Ist echt toll. Tja, und dadurch, dass wir jetzt natürlich nicht auf die andere Siegseite kommen, zumindest ist mir das jetzt nicht geläufig, müssen wir tatsächlich ein Stück den Weg zurück, das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ärgerlich. So, ich habe die Tour ein bisschen geändert. Wir fahren jetzt durch Eschmar, Müllekofen, dann wieder Richtung Menden, damit wir nicht 1:1 diesen Weg fahren. Fahren wir halt ein bisschen durch die City, weil den gleichen Weg jetzt zurück ist ja auch was langweilig. So kriegt ihr so ein bisschen was von Troisdorf mit. Die Magdalena, das Schiff.
habe ich nicht am Anfang meiner Tour gesagt, ich nehme mir immer ein Ziel vor und meistens wird es das dann doch nicht. In dem Fall aber nicht, weil ich keine Lust hatte oder weil der Weg, das Wetter nicht mitspielte, sondern einfach, weil die Fähre nicht fuhr und mir das Komoot nicht angezeigt hatte und ich jetzt nicht gucke, nichts gefunden habe, wo ich ansonsten alternativ drüber komme. So, ich musste mal gerade gucken, wo ich her muss. Hier geht es einmal links, einmal geradeaus. Wir fahren geradeaus in der Hoffnung, dass das stimmt. Aber was ich sagen wollte ist, ja, wenn man sich ein Ziel vornimmt, so ist es bei mir so, dann ist das nicht immer auch am Ende des Tages das Ziel geworden, was man sich im Vorfeld überlegt hatte, mit Komoot die Tour geplant hat. Ich habe gestern noch 2-3 Touren geplant. Da werde ich aber auf jeden Fall hinwollen. Also von daher ist das nicht immer der Regelfall. Aber in dem Fall, bei den letzten Touren war das öfter der Fall. Tja, jetzt wird die Tour auch ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt 20 Kilometer und er zeigt mir an verbleibend noch 9. Also knapp 30 Kilometer wird es. Hier seht ihr den Eschmarer Marktplatz. Nichts los, es ist Sonntag. Der Weihnachtsbaum steht aber noch. Und wieder ein Umweg, aber der ist diesmal ausgeschildert, was dann ja völlig in Ordnung ist. Es sind noch rund 6 Kilometer, die wir zurückzulegen haben. Und das sollte relativ fix gehen. Ja, mein kleines Fazit zu dieser Tour gibt es jetzt schon. Es sind noch knapp 3 Kilometer, aber es ist der gleiche Weg, den wir auch hingefahren sind. Den muss ich euch nicht unbedingt nochmal zeigen. Es war eine chaotische Tour, eine aufregende Tour. Hier und da ging es teilweise nicht weiter. Wir mussten doch den einen oder anderen Umweg nehmen. Knapp 4 Kilometer wären es gewesen oder sind es gewesen. Wir konnten ja nicht die geplante Tour zu Ende fahren, weil die Fähre nicht fuhr. Ob wegen Hochwasser, denn meistens sonntags fährt sie, wie dem auch sei. Wir sind dann durch Eschmar zurück, haben einen kleinen Umweg noch genommen, damit wir nicht die komplett gleiche Tour nehmen mussten. Und es hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Es sind ja knapp 30 Kilometer, wenn wir zu Hause sein werden. Wie immer gibt es die Komoot-Tour auch im YouTube-Kanal unten in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich über ein Abo. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, bis dahin.